Mal, euer Costa hier. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Das Thema des heutigen Videos lautet, wie verbessere ich meine Instagram-Fotos bzw. wie werde ich erfolgreicher auf Instagram? Was ihr dafür braucht, das ist natürlich euch überlassen. Ich spreche heute aus meiner Sicht und für mich gehören zu guten Fotos irgendwo auch eine professionelle Ausstattung. Also ich mache meine Fotos mit der Sony A7 II, das ist eine Systemkamera, mit der bin ich überaus zufrieden. Andere arbeiten mit Spiegelreflexkameras oder mit was auch immer, also das ist natürlich jedem selbst überlassen. Aber eine professionelle Kamera, sei es eine Systemkamera oder eine Spiegelreflexkamera, finde ich persönlich schon wichtig, um gute professionelle Fotos zu machen. Klar, die Handykameras heutzutage sind natürlich relativ gut, sind auch nicht schlecht, aber ja, ich finde, damit kriegt man einfach nicht den Look hin, den man mit einer Systemkamera oder mit einer Spiegelreflex hinbekommt. Von daher, mein Tipp an dieser Stelle, falls ihr wirklich professionelle Fotos machen wollt, legt euch auf jeden Fall sowas zu. Also, kommen wir zu meinem Equipment. Meine Kamera ist die Sony A7 II, die werde ich aber, glaube ich, bald ersetzen durch die Sony A7 III. Es ist an der Zeit, ich benutze die Kamera jetzt 1,5 Jahre. Eigentlich relativ zufrieden mit der Kamera, aber ich glaube, es ist langsam an der Zeit für ein Update. Das Objektiv, was ich in der Regel meistens benutze, ist das 35mm Objektiv von Zeiss mit einer 1,4er Blende. Damit bin ich überaus zufrieden. Zum anderen besitze ich noch ein Objektiv von Sony mit einer 85mm Brennweite und einer 1,8er Blende. Ich werde euch auch mein ganzes Equipment unten in der Infobox verlinken mit Amazon-Links und falls jemand daran interessiert ist, klar, dann könnt ihr da zuschlagen. So, nun kommen wir zu dem eigentlichen Thema dieses Videos und zwar, wie verbessere ich meine Instagram-Fotos bzw. wie verbessere ich meinen Instagram-Feed? Und dazu habe ich halt in letzter Zeit sehr, sehr viele Fragen gestellt bekommen und deswegen dachte ich mir einfach, ich mache dieses Video, um euch einfach mal zu erklären, euch ein paar Tipps zu geben, wie ihr euch da irgendwie steigern könnt, verbessern könnt. Und dazu habe ich jetzt einfach mal ein Foto von mir hier ausgewählt. So, ich wechsle mal eben die Ansicht. So sieht das Foto jetzt aus, wenn es fertig bearbeitet ist. Und so sah das Foto aus, bevor es bearbeitet wurde. Ihr seht jetzt hier oben links die Einstellung, womit dieses Bild geschossen wurde. Also wie gesagt, die 1,4er Blende, ISO 100 und die Verschlusszeit ist 1/1000stel. Viele fragen auch immer, wie ich diesen unscharfen Hintergrund hinbekomme. In diesem Fall 1,4er Blende. Also je offener die Blende, desto unschärfer der Hintergrund. Aber zu dem ganzen Thema Bildbearbeitung, also wie ich meine Bilder bearbeite und wie ich meine Bilder schieße, würde ich, falls es euch interessiert, auf jeden Fall ein separates Video machen. Ihr müsst einfach nur das Ganze in die Kommentare schreiben. Dann würde ich auf jeden Fall mal ein Video machen und euch zeigen, wie ich meine Bilder bearbeite, worauf ich immer so achte. Schreibt es einfach in die Kommentare. Abonniert meinen Kanal, lasst mir einen Daumen nach oben da, alles was dazugehört und das Video kommt, safe. So, kommen wir zu diesem Foto. Vorher, ja, würde ich sagen, war es relativ langweilig. Es ist, ich würde nicht sagen dunkel, aber es ist relativ monoton. Man sieht jetzt, die Farbtöne sind irgendwie nicht so herausgehoben und ja, es sieht sehr einfach aus. Nach der Bearbeitung sieht man jetzt, dass das Bild schöne, knackige Farben hat, relativ hell ist, das Outfit wirklich gut zur Geltung kommt, weil es sehr kontrastreich ist irgendwie, also steht definitiv im Vordergrund, worauf man immer achten sollte. Und ja, das ist halt so mein Tipp, den ich euch auf jeden Fall mit auf den Weg geben möchte. Achtet immer darauf, dass euer Outfit in einem guten Kontrast zu dem Hintergrund steht. Sprich, hier sieht man auf jeden Fall, wie sich die Farben meines Outfits im Hintergrund widerspiegeln. Das liegt natürlich auch daran, dass es sehr herbstlich aussieht im Hintergrund, dass mein Outfit auch von den Farben her sehr herbstlich ist. Das passt natürlich. Auch das sind alles immer so Kleinigkeiten, worauf ich persönlich immer achte, dass das Ganze irgendwie harmoniert. Den Tipp kann ich euch auf jeden Fall mitgeben und allgemein immer auf die Kontraste achten. Sprich, wenn du jetzt ein ganz schwarzes Outfit trägst, dann solltest du dich nicht vor eine schwarze Wand stellen, weil
ja, zu wenig Kontrast in dem Bild ist und man quasi deinen Look nicht wirklich, ja, nicht wirklich sieht auf dem Bild, der nicht heraussticht. Klar, das Thema des Videos ist jetzt, wie werde ich erfolgreicher auf Instagram oder wie kriege ich einen besseren Feed hin? Wenn man jetzt durch diesen Explore-Feed geht, dann wollt ihr ja, dass euer Bild geklickt wird beziehungsweise auch von Leuten gesehen wird, die euch nicht folgen, weil nur so könnt ihr natürlich irgendwie neue Follower dazu gewinnen. Dann ist es natürlich wichtig, dass ihr ein Bild habt, was von der Farbkonstellation irgendwie stimmt und was irgendwie ins Auge sticht, weil man sieht auf dieser Explore-Seite in einem Bildschirm, keine Ahnung, 12 Bilder und ihr wollt natürlich, dass euer Bild da irgendwie raussticht. Dann ist es natürlich wichtig, dass es irgendwie kontrastreich ist, dass es interessant wirkt und wenn der User auf euer Bild klickt, wenn es so interessant ist und er sich das anschaut, dann schaut er sich das Bild an und denkt sich, aha, nicht schlecht, interessant, ich like mal. Okay, ich schaue mir auch mal vielleicht das Profil dieses Users an und dann klickt er auf euer Profil. Dann kommen wir jetzt zu einem Thema, was auch unheimlich wichtig ist, um User von eurem Profil zu überzeugen. Und zwar ist es sehr, sehr wichtig, eine einheitliche Bildsprache hinzubekommen. So, ich zeige euch gerade mal mein Profil. Hier sieht man ganz schön, dass ich bei meinen Bildern immer probiere, so ein bisschen diese ganzen Blätter und also diese Gelb-Orange-Töne mit ins Bild zu kriegen, durch die Bäume, durch die Blätter auf dem Boden oder wo auch immer und dadurch so einen farblich einheitlichen Look zu kreieren. Darauf achte ich sehr und das kann ich euch auf jeden Fall sehr empfehlen. Klickt ein User einmal auf euer Profil und dann habt ihr auch noch so einen relativ einheitlichen ästhetischen Look. Also ich finde, das wirkt immer sehr, sehr interessant, wenn man sich so ein Profil anguckt, wo der Look sehr einheitlich ist und ja, das ist so meiner Meinung nach der Schritt zum Erfolg, damit Leute, fremde Leute euch irgendwie folgen und darauf solltet ihr auf jeden Fall achten. Ich habe jetzt mal noch ein weiteres Profil vorbereitet, wo das noch viel, viel deutlicher zu sehen ist. Das Profil ist von Alan Palander. Schaut's an dieser Stelle an den guten Alan. Das ist ein Fotograf aus Kanada, den habe ich mal bei einem Job kennengelernt. Ein überaus cooler Typ mit sehr, sehr heftigen Kameraskills, also schaut euch auf jeden Fall mal seine Seite an. Props an dieser Stelle an ihn. Da kann man sich auf jeden Fall eine Menge Inspiration holen, aber ja, er ist schon auf einem sehr, sehr hohen Level. Und ja, ich muss persönlich sagen, ich finde es halt echt beachtlich, was er macht. Und das ist auch nicht so einfach mal eben nachzumachen. Aber falls ihr Inspiration sucht, geht auf jeden Fall mal auf sein Profil. Hier seht ihr, wie er zum Beispiel mit der Farbe Orange immer wieder in seinen Bildern, also diese Farbe Orange taucht immer wieder in seinen Bildern auf. Und das Ganze erzeugt dadurch irgendwie einen sehr, sehr einheitlichen Look, einen sehr, sehr coolen Look. Und wenn ich jetzt sein Profil nicht kennen würde, würde ich diesem Profil wahrscheinlich folgen, weil ich den Look und die Bilder halt als solches mega, mega interessant finde. Ja, das ist auf jeden Fall ein Tipp, wo ich sage, der ist mega wichtig, mega interessant und den solltet ihr befolgen, um die Leute irgendwie auf euer Profil zu kriegen. Das war's schon an dieser Stelle. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, mir einen Daumen nach oben da lasst und in die Kommentare schreibt, was euch an dem Video gefallen hat. Ob ihr ein Tutorial haben wollt, wie ich meine Bilder bearbeite, wie ich meine Bilder schieße, dann würde ich das euch auf jeden Fall gerne zeigen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet irgendwas aus dem Video mitnehmen. Falls ihr noch Fragen habt, dann bitte in die Kommentare schreiben. Und ansonsten freue ich mich auf jeden Fall, euch bei meinem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Macht's gut, Leute!